Willkommen zum letzten Part zu Witcher 1 in Arzogen. Der letzte Part ist Händefädel von Temerion, von Visimar, Temerions Königreich. Sehr gut, grob schon erkundet. Wir haben sogar alles eigentlich, wir waren schon eigentlich so gut wie überall. Also im Rathaus, was ich mir jetzt aufhebe. Und Nikolaken. Und bevor wir irgendwie mit irgendeiner Quest anfangen, möchte ich erstmal überall mit allen gequatscht haben und überall gewesen sein. Dann fangen wir erst mit Quests an. Allerdings werde ich jetzt vorher nochmal ganz kurz in den Tempelfeld gehen. Weil ich denke, dass es auch neue Sachen gibt, wenn wir das noch besuchen können, dass es nicht abgeschlossen ist. Ich sollte jetzt bei Hofe sein. Also machen wir noch das Haus der Königin der Nacht, da können wir auch noch rein, genau. Da war auch noch nicht. Genau. Und jetzt müssen wir mit allem Gegner alles angenommen haben und dann können wir groß weiter anfangen mit den Quests. Um diese Barrikaden? Da gehen wir jetzt auch mal in den Tempelbezirk zurück. Schauen wir mal, was da neu abgeht. Also bei Kapitel 3 wird da wahrscheinlich einiges sich verändert haben. Schauen wir mal, was genau sich verändert hat. Hier ist auch nichts Neues. Könnt ihr mal nochmal in den Kerker gehen? Das wäre Sinn. Seid gegrüßt. Gibt es neue Ungeheuer zu erlegen? Darum kümmere ich mich nicht mehr. Redet mit dem königlichen Jägersmann. Ihr findet ihn auf einem Hügel unweit des Neunarakord im Händlerviertel. Lebt wohl. Alles klar, ist abgetreten. Ihr? Sir! Wir müssen reden. Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Sir! Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an? Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt. Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht. Und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet. Als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Alles klar, neue Quest der Spur folgen. Der Questlog. Spur folgen ist eine Hauptquest. Weil das auch eine Hauptquest. Der Empfang ist eine Hauptquest. Beim Tour müssen wir noch mit dem guten Kalkständer gehen. Das werden wir auch machen, weil wir hier im Viertel sind. Ist auch neue Loot in den Fässern, scheinbar. Ich bin ja so wetter. Hiermit wird kundgetan, dass ein Zustand der Quarantäne verhängt wird. Was genau ist ein Zustand der Quarantäne? Das bedeutet, dass ihr weder das Schloss noch das Kaufmannstor passieren könnt. Und wenn ihr die Pest habt, landet ihr mit Glück im Krankenhaus und mit Pech auf dem Friedhof. Wir dürfen nur ins Händler, wir dürfen nicht ins Kaufmann und wir dürfen nicht ins Schlossviertel. So, gucken wir mal, was bei Thaler geht. Ah, hier geht auch neuer Loot, sehr gut. Das heißt, die Häuser können wir alle nochmal durchlooten.
hier neue Sachen aufgetaucht sind. Aber der Taler ist gerade nicht hier. Ja, der Capital Change wird einiges hier an neuem Zeug gedroppt haben. Zum Teufel mit allem, ich wäre lieber in Porvis. Der neue Inventar. Scheinbar nicht. Sieht mir sehr gleich aus. Mein Mann will der Wach. Er ist ein alter Mann. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Zwerg. Der ist neu. Keine Schmerzen in den Zähnen? Schmerz. Zahin. Von Beruf Zahnarzt. Geralt von Riva. Hexer. Immun gegen Karies. Natürlich. Hexer töten Ungeheuer, korrekt? Im Allgemeinen ja. Auch Zahnärzte. Aber eher selten. Ich bin nämlich Sammler. Ich sammle Zähne. Sucht ihr noch Zähne? Natürlich. Je seltener, desto besser. Ich zahle. Ich halte danach Ausschau. Vergesst nicht, es müssen keine Ungeheuerzähne sein. Ich bevorzuge einzigartige Exemplare, hinter denen eine Geschichte steckt. Ich habe ein paar Fangzähne. Die habe ich schon. Oh, verfluchte Erkältung. Wegen dem Niesen habe ich mal einen Patienten mit der Zange in die Zunge gekniffen. Ich kann euch nur 25 Orens zahlen. Bisschen Fangzahn wir geben. Wie kann man hier Geld verdienen? Braucht! Was? Was geht? Ich bin müde. Shani können wir auch wieder, genau. Diesmal ist keine Großmutter da, die uns ärgert. Okay, das sollten wir nicht looten, weil wir sonst 1000 Mal die Questgegenstände im Inventar bekommen. Und die haben wir schon im Inventar. Große meiner Sachen lebe ich noch lieber nicht mit. Ich glaube, das sind Bucket-Quest-Items. Die wir gestern Abend noch rausbekommen. Oder bedeutet, dass die Großmutter nicht da ist. Lebt die noch? Ist sie tot? Fast wird der, wenn ich komme, ist auch sehr lustig. Na gut, gehen wir erstmal zu Kalkstein. Da neue Sachen in seinen Duden. Ein bisschen Buch. Mal bereits gelesen.
Alter, hat mich erschreckt. Können Sie aus dem Turm porten? Ja, es gibt nicht so viele gute Portpunkte meinen Erachtens nach. Kalkstein ist auch weg. Wo sind denn die ganzen Quest-Charaktere aus unserem Kapitel? Ja. Habt ihr was? Ich, der ist das. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zer. Das Recht der Hexe. Das nennt man fort, fort. Scheiß. Das Hexer wird man. Ich will, weil es. Ich. Ja. Lebt. Das ist nichts Neues, zum Beispiel ein Kente-Dialog. Was? Lebt. Ach, den Dialog kennen wir schon. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Wenn das Wetter so wie jetzt umschlägt, plagt mich das Reißen im Rücken. Meine, dass der Loot wieder voll aufgefüllt wurde. Hier ist keiner drin. Also irgendwie sind die Häuser sehr verlassen. Weil der Bezirk anscheinend natürlich weniger Rolle mehr spielt. Das ist der Angus, der ist neu. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Der wird übel sauer auf uns sein. Ich glaube nicht, dass der mit uns redet. Was? Ist der Friedhof immer noch geschlossen? Der wurde kürzlich wieder geöffnet. Doch seid wachsam. Ungeheuer? Ganze Scharen. Okay, der ist wieder offen. Wir gehen jetzt aus dem Siegfeld malen. Kein Weg dran vorbei. Das ist nicht gut. Die Skoyatel haben uns im Sumpf herbe Verluste zugefügt. Ich bin schlecht gelaunt. Ihr habt frische Soldaten. Schließt euch uns an. Ich bitte euch. Schwört den Anderlingen ab. Mal sehen. Warum seid ihr gekommen? Warum seid ihr hier? Ich frage mich, warum das Kriegsrecht verhängt wurde. Ich muss meine Einheit vorbereiten. Ich brauche aber in anderer Angelegenheit Hilfe. Wobei? Wir haben andere Probleme. Aber auf dem städtischen Friedhof sollen Leute verschwinden. Stellt Nachforschungen an. Winkt eine Belohnung? Natürlich. Sowie die Dankbarkeit des Ordens. Ich sehe mich um. Ich bete für euch. Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Flammende Speere der Zerstörung. So sei es. Flammende Speere der Zerstörung. Siegfried, wisst ihr etwas über die Angelegenheit auf dem Friedhof? Nur, dass sich kaum einer hineinwagt, weil es dort von Ghulen wimmelt. Es darf nicht sein, dass der Friedhof dem Stadtvolk unzugänglich ist. Auf bald. Okay, noch eine Quest, sehr gut. Ob die Haupt- oder Nebenquest ist.
Ach stimmt, Kerker schon wieder beim Turm sein, ne? Wahrscheinlich. Den Sub können wir wahrscheinlich immer noch besuchen, logischerweise. Sonst könnten wir keinen nicht porten, ne? Das ist eine Nebenquest, okay. Bei Nebenquests gehe ich, wie gesagt, das habe ich schon mit dem Kapitel auch so gemacht. Nebenquests gehen wir vor. Die Tür ist neu. Gab's uns so ein Kapitel noch nicht. Ich würde auch in die Kloaken. Oh Gott. Könnte ich mal in Ruhe lassen. Oh, Banditen. Das ist neu. Aber mal alles. Privatgrundstück. Das ist ein Privatgrundstück. Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an. Verzieht euch. Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch! Das ist ein Privatgrundstück. Ich muss pissen. Bis spät. Verschwindet! Schlägt die mal kurz um, wenn es nichts bringt, bringt das nichts. Also ich kann hier nicht so ganz schwer erheben. Das ist ein Privatgrundstück. Verschwindet! Also ich darf dich nicht angreifen. Ich dachte, jetzt habe ich schon das gespeichert. Ich dachte, ich kann nicht mehr wegnetzeln, gucken, ob ich einen Schlüssel von dem bekomme. Das ist ein Privatgrundstück. Verschwindet. Na gut, gehen wir wieder. Wenn dann würde ich eher die Kloaken noch im neuen Viertel logischerweise besuchen. Aber da hat reingehen, aber noch nicht. Aber hier ist nichts groß anders, als ich zwei Banditen stehen. Aber die werden noch eine Rolle spielen bei ihnen der Quest. Ah, da ist jetzt der Zahnarzt eingezogen. Weil der Detektiv war. Ja, Problem ist, ich weiß ja nicht, was alles neu ist, ne? Also das kann ich jetzt halt nicht 100%. Also nicht mehr, was da jetzt am besten anfangen spielt, kann man ein bisschen überfordert. Mit so vielen Nebenquests wieder, oder Hauptquests auch. Also ich weiß, mit wem wir weitermachen sollten.
Und ob es hier neue Leute gibt. Irgendwo muss ich anfangen. Mehr Stück für Stück. Tisch hinten ist jetzt weg. Da haben wir keine neue Dialogoption. Da habe ich den Edelstahl verkauft, den Fischbauten und den Diamant. Ja, die sind auch weg, die Prügeltypen. Also viele Leute fehlen jetzt. Sind jetzt woanders. Gibt ein paar wenige neue Zugänge und so, aber sonst ist sie noch relativ gleich. Jetzt sind wir noch hier für die Schurkenparty. Wenn man es sich mit Boxfleisch verdirbt, verschwendet man wie Berenger. Ich bin geil! Ah ja. War schon öfter gehört. Ich verschwinde hier. Guck mal, ob Boxfleisch in seinem Haus ist oder ob der einfach jetzt abgehauen ist. Stammwürfel können wir auch wieder. Bang geht ein Bärchen auch als Edelstein. Das können wir mal probieren. Der Schmied ist damit so recht zufrieden gibt. Ich finde immer noch, dass wir im Bordell hier extrem wenig los ist. Aber gut. Auch die Carmen ist irgendwie verschwunden oder nicht mehr an dem Ort hier. Ist noch woanders. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Ja, den Schlüssel habe ich jetzt halt weggelegt, klar. Ich kaufe schon gar keine Fische mehr. Wer weiß schon, wie sich die Pest überträgt. Die hatten mich schon im letzten Kapitel haben die mich schon irritiert, die haben Namen, aber irgendwie kann man denen nichts machen. Seltsam. Haben Wertz als Nachnamen, allerdings sind die, ja, könnten die auch Stadtbewohner heißen, wenn die mir nichts zu sagen. Und was ist da? Verkauf ich ab Nacht. Verkauft ihr mir? Ich arbeite nur für... Macht's gut. Darf ich... Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens. Lebt wohl. Ah ja, okay, weil wir uns jetzt auf die Seiten des Quartell geschlossen haben, handeln die nicht mehr mit uns. Das ist jetzt schade. Wie Raupeneck sagt, nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Die anderen... So, der Gärtner irgendwas Neues hier. Ich glaube, jetzt sind die Leute... Oh, jetzt kennen wir das Kraut hier. Ach, jetzt unsere Alchemie... Sag auch mal voll, nach 10 Jahren. Na, ja, auch der hat nichts Neues. Guck mal, gibt es hier im Krankenhaus irgendwas Neues? Mach hier nur schnell Duschgang, Leute, weil, wie gesagt,
Klar, das ist der Hauptaspekt ist jetzt hier im dritten Kapitel, wahrscheinlich das andere Viertel. Gesehen, jetzt haben wir hier auch schon zwei Quests bekommen, also ganz sonst ist es nicht, dass ich hier bin und es gibt neue Loot. Weil ich gehe halt einen Schnelldurchgang durch und gehe jetzt nicht mit jedem, so wie im neuen Viertel tue. Oder getan habe. Mit denen, die einen Namen haben, nochmal. Weil es ein bisschen Kleinkram. Das Schani, mit der können wir bei mal reden. Ist alles gut, Geralt? Lebt wohl. Mit der kann man nicht gescheit reden, okay. Gut, ja, machen wir jetzt das nächste weiter, ist die Frage. Mal zum Deich schnell mal durchschauen. Und hier haben wir jetzt mit denen geredet, die einen Namen hatten. Thaler war nicht da. Kann ich schnell mit beim Turm sein. Shani hat auch nichts zu reden mit uns. Ihr werdet alt, großmütig. Also wie in dem Befehl gibt es ein paar neue Sachen, aber jetzt nicht so viel Neues. Ich bin müde. Sind sicher, dass es komplett anders ist, dass wir jetzt hier wieder neue Quests bekommen. Also ist es wirklich so, dass es Kapitel mehr für, dass das Viertel mehr für Kapitel 2 da war und jetzt haben wir halt das Kaufmann, das Händlerviertel für Kapitel 3 eher. Und hier gibt es dann noch ein paar Gleichkeiten, aber nichts Großes. Man nennt euch einen Hexer. Das stimmt. Stimmt es, dass Hexer Bestien für Geld töten? Im Allgemeinen ja. Hexer? Ihr habt gefragt, wer ich bin. Habt ihr eine Arbeit für mich? Mein Onkel wurde von Sumpfungeheuern ermordet. Er trug den Familienring, der mir viel bedeutet. Bringt mir den Ring und ich gebe euch 100 Orens. In Ordnung. Das kann ich machen. Welch ein Glück, dass ich euch getroffen habe. Wo finde ich den Leichnam eures Onkels? Wir haben in der Kapelle zu Militele gebetet. Als die Ungeheuer angriffen, floh mein Onkel in den Sumpf nahe der Statue der Göttin. Lebt wohl. Okay, Ringers, haben wir noch eine neue Quest. Oh, der Alkohol ist alle. Wären wir doch nur in die Wache eingetreten. Wir könnten doppelt so viel mit Schmiergeldern von Neukragen. Behaltet die Redania im Auge. Diese Waren aus Nilfgaard sind schäbig und billig. Also, hier haben wir auch neue Quests im Sumpf. Interessant, okay. Ich bin Flößer und kein Maulwurf. Mein zentranisches Porzellan. Nur noch Scherz. Bringt die Zeit steht nicht, wie ihr. Fäng mich da immer. Dran. Bringt die Zeit. Kann. Wie auch. So, wir gucken mal kurz, was es in so einem neuen gibt. Ich gehe mal mit Kalkstab Turm und so Zeug, damit man es nicht porten könnte, ich weiß, aber ich war jetzt eh auf dem Weg zu gucken, was es Neues gibt. Mit was gar, also wir reden jetzt mit allen, also was ich jetzt mache im anderen Fall, habt ihr auch schon gemerkt, ich rede mit allen, die wir schon kannten, die einen Namen haben und mit allen Leuten, die mir jetzt neu auffallen. So, und darf ich vielleicht leben? Was für ein Sturm! Wie kam ich jetzt hier? Okay, ja, interessant. Braucht ihr ein Boot? Ich musste herkommen. Was ist los? Ich kann's nicht sagen. Ihr seht bekümmert und verängstigt aus. Vielleicht kann ich helfen, aber ihr müsst mir schon sagen, was los ist. Mein Mann, er ist krank. Ich muss ihm helfen, bevor es zu spät ist. Er ist ein Werwolf. Ich fürchte, dass man ihn tötet. Einen Werwolf tötet man nicht so leicht. Und Hexer töten auch nicht jedes Ungeheuer. Wann immer möglich, heben wir Flüche und Zauber auf. Wie wolltet ihr eurem Freund helfen? Die dicke Sophie meinte, dass die Droiden vielleicht einen Trank haben, den ich kaufen könnte. Gut möglich. Hexer? Der Sumpf ist zu gefährlich. Ich werde die Droiden nach einer Medizin für euch fragen. Hab Dank. Ich warte daheim, in dem Gebäude gegenüber der Taverne im Elendsviertel. Hex. Habt ihr keine Angst vor Sumpfungeheuern?
Ich habe im Elendsviertel mit Schlimmerem zu tun. Und ich habe ein Messer. Ein kleiner Ratschlag. Wenn euch etwas angreift, dann flieht und kämpft nicht. Die Sumpfungeheuer sind hungrig und gefährlich. Hexer? Auf bald. Okay, also schon das Biest. Muss in Ruinen gehen. Wartet jemand auf die Fähre? So, was gab er noch? Das ist der Magieturm. Guck mal, wie wir jetzt hier nur die Hauptort markiert haben. Keine Lagerfeuer und so mehr. Die müssen wir alle neu entdecken, weil die sich wahrscheinlich geändert haben. Ist ja interessant. Uns hätte schon neue Monster geben, denke ich mal, die sie nachgespawnt sind. Da sie was gab. Seid gegrüßt. Vieles hat sich verändert. Stadtvolk hat unseren Sumpf überrannt. Hm. Wer sind diese Fremden? Trockene. Wie schrecklich. Sie vertrieben die Holzfälle. Viele wurden ermordet. Oh nein. Sie schleppen unsere Familien. Die Wassergötter sind erzürnt. Nur die Druiden wagen es noch, im Heim zu bleiben. Geschah sonst noch etwas während meiner Abwesenheit? Ein großer Kampf tobte zwischen einem Mann mit feuriger Seele und einem Elfenfürsten. Wer hat gewonnen? Unsere Götter obsiegten. Gepriesen seien sie. Kann ich euch etwas fragen? Was? Ich hörte, ihr habt Probleme. Wie der Ertrunkene? Ja. Aber wir haben ein anderes Problem. Sprecht, Vaska. Banditen mit Salamanderabzeichen zwingen meine Leute, Kräuter zu sammeln. Das ist äußerst interessant. Sie teilen unsere Leute in Gruppen ein. Bewaffnete Wachen beobachten sie. Wo sind sie? Eine Gruppe sah ich beim eingestürzten Turm. Bitte helft ihnen. Ich werde euch belohnen. Ihr Boss, Roland Bleinheim, ist ein böser Mann. Tötet ihn. Genau das werde ich tun. Ende Zeit. Ich muss mich vor allem in den drei Orten arbeiten. Erzählt mir von dieser Schlacht. Der Mann mit der feurigen Seele kam mit seinen in Stahl gekleideten Brüdern. Sie erzürnten die Götter. Dunkle Wasser sogen sie hinab. Er, der mit einem Herzen voller Hass durch Schatten schreitet, stellte sich ihnen entgegen. Sie fochten eine schreckliche, wilde Schlacht. Rot färbten sie die Wasser. Wer gewonnen hat, fragt ihr? Das Feuer oder der Schatten? Meine Antwort lautet: keine. Danke. Noch weitere Fragen? Amanum Gual Eert. Okay, also auch hier haben wir noch eine Quest bei Vaska. Gut, dass ich zu der gegangen bin. Das gefällt mir. Ach, jetzt chillen die Kikimoren. Okay, warte mal, was brauchen wir nochmal für den Auftrag? Klauen von 10 Kikomoren, okay. Ich denke mal, Arbeiter, von denen haben wir ja jetzt einen Questlog-Eintrag. Silber, okay. Ich war schon gedacht, wie bei jedem Monster, aber immer. Stark sein, jetzt brauche ich mal einen schweren Kampfschild.
chinesische Kampf. Das war so großfertig und hat jetzt auch keinen Marker mehr. Ah ja, wir sind tot, das heißt, ja. Den wir kaufen, jetzt ist das immer noch eine andere Hütte. Ah, jetzt noch haben wir die Marke. Auf. Nichts Neues, wir können ihn ja nur beleidigen und ihn fragen, warum er es macht. Hilft uns jetzt gerade nicht weiter. Luftröhre, ah ja. Oh nee, oder? Die haben das Lager übernommen. Okay, Leute, die machen wir in den nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. Ciao.